Umgang mit Schüchternheit anderer. Vielleicht ist in deiner Umgebung ein Mensch, der ist sehr schüchtern. Er spricht andere kaum an. Wenn andere ihn oder sie ansprechen, wird er oder sie leicht verlegen. Er oder sie traut sich nicht, Präsentationen zu machen oder im Meeting etwas zu sprechen. Ist so etwas die graue Maus. Wie gehst du damit um? Zunächst musst du überlegen, musst du überhaupt umgehen? Ist es deine Verantwortung? Unterschiedliche Menschen sind unterschiedlich. Manchmal nimmst du es einfach hin, Menschen lernen durch die Lektionen, die das Leben gibt. Zweite Möglichkeit ist, du kannst dem Menschen zuhören. Wenn Menschen das Gefühl haben, dass andere ihnen zuhören, dann werden sie auch mehr Vertrauen und Selbstvertrauen haben. Du kannst auf den Menschen zugehen, du kannst ihm ein paar Worte sagen, ihm oder ihr dann Zeit geben, etwas zu sagen, und dann entsteht eine Herzensverbindung und dann kannst du ihm oder ihr vielleicht helfen. Du kannst den anderen, der schüchtern ist, auch vorschlagen, bestimmte Dinge zu tun. Wenn du zum Beispiel Chef von einem Schüchternen bist, dann fordere ihn auf, erstmal eine kleine Präsentation im Kollegenkreis zu machen. Sorge dafür, dass in Meetings auch seine oder ihre Meinung gehört wird. Indem du anderen immer wieder dazu bringst, etwas zu sagen, wird der schüchterne Mensch eben auch lernen, auf andere zuzugehen. In diesem Sinne, du kannst dem anderen helfen, indem du Situationen schaffst. Es hilft nichts, dem anderen die Schüchternheit vorzuwerfen, es hilft mehr, ihm zu zeigen, es geht. Learning by doing ist hier das Wichtigste. In den seltenen Fällen braucht Schüchternheit eine Psychotherapie. Es kann auch hilfreich sein. Meistens ist hilfreich, dem anderen zu helfen, in Situationen hineinzugehen, in denen er sich vorher wenig getraut hatte. Und es gibt noch einen Geheimtipp, der gar nicht so geheim ist, wer mich kennt. Nimm den anderen zu Yogastunden mit oder inspiriere ihn oder sie dafür. Meine Erfahrung ist, Menschen, die Yoga mitmachen, die verlieren auch ihre Schüchternheit. Warum? Wer Yoga übt, bekommt Prana, Lebensenergie. Er bekommt Selbstvertrauen. Er bekommt Ideen und er will die Ideen anderen mitteilen. Er bekommt Zugang zu der Tiefe seiner Seele. Er fühlt sich mit anderen verbunden. All das sind Wirkungen von regelmäßigen Yogastunden, mindestens von Yogastunden im Yoga-Vidya-Stil. Und das ist sehr hilfreich, Schüchternheit zu überwinden.